Okay, mal sehen, ob wir live sind. Wir sollten live sein, aber ich sehe keine. Jetzt. Doch, wir sind live. Okay, hallo an alle und hallo Takashi. Hallo. Danke, dass du heute gekommen hast. Danke dir. Sehr gerne. Wir sprechen heute über deinen neuesten Film, Mitori, das du auch in das IMA-Festival zeigst. Es ist ein Film, das du begann, als dein Vater erfuhr, dass er noch 6 Monate hat zu leben. Das ursprüngliche Ziel war, die Stimme des Großvaters für deine Kinder aufzunehmen. Aber das verschob sich später auf die Bindung zwischen dir und deinem Vater. Es ist ein Film mit einer Mischung von Gegenwart und Vergangenheit, Familie, Erinnerung, Freude und Trauer. Das Bedeutung von des Titel Mitori, den letzten Moment einer Person sehen, die dir wichtig ist, das uns am Ende zu erklären ist und nicht am Anfang, finde ich eine sehr starke und interessante Entscheidung. Es ist wie eine Knalleffekte. Was war die Inspiration dafür? Ja, danke schön, die Frage. Ich hatte einen Arbeitstitel, so Waiting, so der Titel Waiting habe ich damit so geschnitten und gedreht. Waiting bedeutet so warten auf, so das hat zwei Bedeutungen, so schöne Moment und so schlechte Nachrichten in diesem Fall. Ich habe gewartet. Ich habe auf Anruf von meinem Vater gewartet. Und habe ich auf schöne Nachrichten, auf der Hoffnung gewartet. Okay, jetzt kann er weiterleben oder die Zeit genießen oder so. Aber dabei habe ich auch auf Schlechtnachrichten gewartet. So, ihm geht es nicht gut und irgendwann kommt die Ende, so Tod meines Vaters. So, Waiting war meine so Arbeitstitel. Aber am letzten Moment habe ich meine so Titel geändert, so Midori. So wie du erzählt hast, so die letzte Moment eine Person sehen, die in dir wichtig ist, mir wichtig ist. So, das ist am Anfang war die Aktion war Waiting, so warten auf, aber insgesamt war die Aktion für mich so Existenz meines Vaters und Tod meines Vaters so akzeptieren und sehen. So deswegen habe ich diese Titel genommen. So, Mitori. Das ist auf Japanisch. So japanisches Wort. Und ich habe gesucht, so gibt es auch so Übersetzungen auf Englisch oder auf Deutsch, aber gibt es keine so richtige Übersetzung für mich. Deswegen habe ich das auf Japanisch so genommen. Und das ist auch gut für mich. Vielleicht passt mir oder dem Film in diesem Fall, weil das hat sehr viel so japanische Kultur zu tun und mir zu tun. Ich bin in Japan aufgewachsen, deswegen, ja. Ich war sehr dankbar, das Wort zu lernen. Ich habe, als ich gelernt habe am Ende, was das bedeutet, habe ich das Gefühl gehabt, dass es mehrmals mir gefehlt hat, dieses Wort in Englisch und auch in Deutsch. Ich wusste auch keine Übersetzung dafür.
Man kann in das Film auch mehrere Einflüsse sehen von der japanischen Kultur. Und ich habe mich gefragt, welche Einflüsse von traditioneller Trauer, die du damit aufgewachsen hast, sind in das Film? Und was hast du genommen als deinen eigenen Ausdruck zu trauern? Ja, ich bin nicht so religiös Mensch, so ich habe keine feste Religion, aber meine Familie hat so ein bisschen traditionelle so Zeremonie, das mit Sintonismus und Buddhismus verbindet. Und deswegen, wenn jemand gestorben ist, haben wir so Buddhismus nach oder Sintonismus nach so gefeiert. Und das ist meine so Ritual. Und jedes Jahr gehen wir zusammen zum Friedhof mit Familie. Das ist eine Gelegenheit, so Familie und Verwandte zu treffen. Und in der Friedhof machen wir auch so kleine Familienzeremonie. Das ist auch so Buddhismus nach. Deswegen, ich bin kein religiöser Mensch, aber wenn jemand starb oder wenn man starb, dann habe ich keine Ahnung, was ich machen tun. Und einzige Sache ist ein bisschen religiöse Sache, so zusammentreffen, zusammen Feier machen. Deswegen habe ich dieses Mal, ich bin alleine hier in Deutschland. Meine Mutter und meine Schwester und andere Verwandte wohnen in Japan. Bin allein hier. Ich habe auch hier Familie, aber die hat auch Wurzel in Deutschland. Deswegen, vielleicht habe ich stark Wunsch genommen und brauchte ich ein bisschen so religiöse so Zeremonie für mich. Und deswegen habe ich so einmal so Kimono, das ist so traditioneller Anzug, genommen, angezogen und habe ich ein bisschen so private Zeremonie gemacht. Und das hat mir sehr gut geholfen, so meine Trauer oder Angst umzugehen. Ist das die gleiche Kimono, die du jetzt anhast? Ja, das ist das Gleiche. Lange Zeit habe ich das genommen, seit so letzter so Aktion im Film Midori habe ich nicht genommen, aber heute habe ich angezogen. Okay. Und warum hast du das Senko? Ich glaube, in Deutsch wird man das vielleicht Weihrauch nennen, nur am Ende gezündet. Das Szene mit deiner Tochter und nicht bei anderen Stellen in des Film. Na. Dieses Senko, so Weihrauchstäbchen, benutzen wir nur für die Menschen, so die gestorben ist. Zum Beispiel benutzen wir das im Friedhof und das bedeutet so ein bisschen mit Kommunikation, mein Verständnis nach. Und dieses Senko, dieses Stäbchen, wenn man anzündet, kommt Rauch. Und Rauch kommt in die Luft und kommt oben. Und damit können wir ein bisschen so kommunizieren mit den Menschen, die schon gestorben ist. Und als ich die Performance, mal ich nenne Performance, so im Film, das bedeutet Sitzung und Warten. Als ich diese Performance angefangen habe, war mein Vater noch nicht gestorben. So,
erlebte. Deswegen brauchte ich nicht, deswegen habe ich so Handy benutzt, mit ihm zu kommunizieren. Aber wenn die Zeit läuft, solange die Zeit läuft, habe ich so gewusst, so mein Vater ist so friedlich geschlafen ist. Trotzdem habe ich die Performance weitergemacht, aber dann am Ende habe ich so benutzt, so Senko, mit meinem Vater im Himmel, ich weiß es nicht, aber mit meinem Vater zu kommunizieren. Wow. Deswegen nur am Ende, ja. Eine wichtige Ebene. Mhm. Ich finde es auch eine starke und interessante Entscheidung, dem Text uns Zuschauer als geschriebene Ebene zu zeigen und deine visuelle Stille weiterzuführen, dass wir deine Stimme lesen, aber nicht hören. Und deine Stimme eigentlich nur hören, wenn du mit deinem Vater telefonierst. Was war die Inspiration dafür? Vielleicht habe ich ein paar Mal versucht, etwas zu sagen, so meine Stimme im Film zu geben oder Zuschauer zu geben. Aber das funktionierte nicht. Ich konnte nicht etwas sagen oder erläutern. Meine Stimme bleibt mir, so spricht bei mir, aber kommt nicht raus einfach. Dann habe ich das akzeptiert und bei dem Performance wollte ich auf mich konzentrieren. Und das hatte mit so Erinnerungen mit meinem Vater oder Dialog oder Streit oder ein bisschen Hoffnung. So, ich habe versucht, beim Performance bei mir mit ihm zu kommunizieren. Vielleicht habe ich gedacht, das sollte ich vielleicht raus. Und eigentlich konnte nicht, aber danach habe ich gedacht, sollte ich auch nicht meine Stimme zeigen. Aber für Filme brauchte ich ein bisschen so Struktur, deswegen habe ich so wenige Text so reingetan. Und, ja. Die Texte, die drin sind in my mind, still remains in my mind, in meinem Kopf geblieben, wie auch zitiert ist. Es gibt wirklich unterschiedliche Teile von dem Film, das Text, das Performance und die Idee selbst hinter dem Film, die so gut miteinander funktionieren. Und ich habe mich gefragt, was ist zuerst gekommen, als du das Film gemacht hast? Ist das mit der Idee? Oder erst das Performance? Hast du das Text von Anfang an gehabt? Auf jeden Fall ist Text am Ende gekommen. Mhm. Am Anfang ist die Idee gekommen. Mhm. Idee war so, wie kann ich mit der Zeit umgehen? Das war meine Frage. Die Zeit bedeutet, jetzt ist mein Kind gekommen. Die Zeit bedeutet, ich wollte meinen Vater so lesen, Opa treffen, aber wegen der Corona konnte ich nicht. Ich habe meine Familie gefragt, ob ich jetzt nach Japan fliege, ihn abzuschieben. Aber meine Mutter hat gesagt, ja, vielleicht sollte ich nicht machen, das ist Risiko, so Corona zu bekommen oder jemanden anzustecken. Ich habe ihre Entscheidung so respektiert und
und ich habe das nicht gemacht. Dann brauche ich etwas zu machen. Und vielleicht Film. Und wie kann ich so Film machen? Und da habe ich überlegt, dieses Mal wollte ich Performance machen. Normalerweise mache ich nicht so oft so Performance, aber das geht mir und deswegen wollte ich mich zeigen. Yeah. Okay, was für Performance wollte ich machen? Dann vielleicht, ich möchte mich zeigen, so während ich so auf Telefon von meinem Vater warte. Und das habe ich so jeden Tag gemacht. So, sowieso habe ich nicht nur für Film, sondern für sowieso habe ich das gemacht. Deswegen habe ich das genommen, die als Performance. Und zu Hause zu machen, ist das nicht so schön für Film. Und ich habe auch gedacht, jetzt viele Leute sind auch gleiche Situation. So wegen der Corona, kann man nicht so einfach Leute zu treffen, aber manche Leute sind so schwierige gesundheitliche Situation. Dann vielleicht ist das nicht für nicht nur mich, ich solche Situation. Dann habe ich gedacht, ich kann das in draußen machen. Vielleicht kann ich auch mit jemandem verbinden und ja, das kann auch mir helfen. Und wo in draußen? Dann habe ich gedacht, ich möchte ein bisschen Erinnerung so besuchen, so mit meinem Vater. Aber er hat uns besucht, als ich geheiratet habe und wir sind so spazieren gegangen und den Ort habe ich besucht und dort habe ich so gewartet und ja, und jeden Tag habe ich vielleicht 15, manchmal halbe Stunden die Performance gemacht, so nicht so zweimal pro Tag, sondern nur einmal so pro Tag. Und ich wollte das so jeden Tag machen und das hat mir so gut geholfen, so Angst oder mit Angst oder mit Trauer umzugehen. Mhm. Ja, deswegen so vielleicht erstmal die Idee, dann kommt Performance und am Ende habe ich so Text so reingetan. Okay, ja, ich habe mich wirklich gefragt, wie das Corona-Zeit das Film beeinflusst hat. Ist es tatsächlich passiert, dass durch diese Performance Leute dich gefragt haben, was du machst, dass du eine Verbindung bekommen hast? Nochmal. Ja. Ich kann versuchen, lauter zu sprechen. Ich habe gesagt, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie das Corona-Zeit auf das Filmdrehen beeinflusst hat. Und ich wollte fragen, ob das passiert ist, was du gehofft hast, dass durch das Performance draußen, dass Leute dich gefragt haben, was du machst, dass du eine Verbindung vielleicht entwickelt hast. Ja, ja, nach dem Performance hat manche Leute mich gefragt, was magst du und was bedeutet das und so. Und ich habe von meiner Situation erzählt, so über meinen Vater und ich bin hier in Deutschland, aber erst in Japan und ich möchte ihn sehen, aber ich konnte nicht besuchen und so. Dann haben sie auch so ihre Situation mir erzählt und eine Frau hat mir gesagt, ihre Mutter ist im Altenheim und sie kann nicht auch sie besuchen und ich verstehe das so und so nach der Performance haben wir ein bisschen so kommuniziert und Small Talks darüber gemacht und das war auch lustig, das war auch gut für mich so. Ich bin so tief.
Ja. Okay. Ja, es ist. Ich glaube, für viele Leute ist es eine der schwierigsten und tragischsten Zeiten. Ich habe auch zwei Familien. Ja, die ich dann nicht besuchen könnte. Und das macht eine ganz unerwartete Schwierigkeit. Okay. Du hast das Filmtitel entschieden, am Ende im Japanisch zu haben und nicht Waiting. Also Mitori in englische Buchstaben und dann auch in Japanisch tatsächlich. Warum hast du entschieden, der Text in das Film nur in Englisch zu zeigen und nicht auch gleich in Japanisch auch? Ja. Das habe ich nicht. Die Idee ist mir nicht gekommen, so wie Zweisprache. Vielleicht liegt daran, dass ich früher habe ich das gemacht, so einen Film mit Englisch und Deutsch, Englisch und Japanisch Untertitel. Und das hat mich ein bisschen stört. So, Japanisch Text kommt so meistens so rechts und von oben nach unten. Und Englisch Untertitel kommt meistens unten, so von mal links nach rechts. Und die zwei, so Platz, stört mich oder Bilder, habe ich gedacht. Deswegen ist das auch gut für Zuschauer. Und damals habe ich so Dokumentarfilm gemacht und es gibt viele Sprachen und Texte und so. Deswegen brauchte ich so Zweisprache, so Untertitel. Aber dieses Mal habe ich nur zwei Texte, zwei Absätze. Und ist das nicht so schwierig für Japaner zu verstehen? So kann man auch verstehen. Deswegen habe ich nur Englisch gemacht. Deswegen, aber vielleicht konnte ich danach nochmal überlegen. Das war meine so erste Gedanke, aber konnte ich auch vielleicht versuchen nochmal so mit zwei Sprachen, wie du gesagt hast. Und ich gucke nach. Und wenn das gut ist, dann vielleicht mache ich so. Das ist auch gut für so Zuschauer. Auf jeden Fall. Ja. Konntest du vorstellen, diese Filme auch nur in Japanisch zu haben, wenn du es in Japan ausstellen würdest? Ich glaube, nur auf Japanisch kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den Film im März im Tokyo Film Festival gezeigt. Ah, okay. Ja, damals oder zu dieser Zeit habe ich nur auf Englisch Untertitel so Mitori gezeigt. Aber vielleicht nächste Mal, wenn ich den Film in Japan beim Filmfestival zeige, mache ich vielleicht japanische so Version. Okay. Oft sind auch die Aufnahmen in das Film, wenn wir das in das Gegenwart sind, wo wir dich sitzen sehen, mit Weitwinkel gedreht. Und als Beobachterin fand ich diese Distanz eine Entscheidung, die ich als Respekt für deinen Raum gelesen habe und Respekt an deine Trauer gesehen habe. Und man fühlt auch diesen Unterschied, weil das Bilder von der Vergangenheit unterschiedliche Winkel haben, manchmal ein bisschen näher, manchmal ein bisschen weiter. Ist das etwas, die du von Anfang an wusstest, dass du so machen möchtest? Wie bist du dazu gekommen? Das war nicht mit Absicht. So, ich hatte keine Idee am Anfang, sowas, so weit Winkel, so. Okay. Ja,
Es gibt auch Stellen in des Film, die in meine Augen sehr fotografisch gelesen sein können oder gedreht aussehen. Und ich habe mich gefragt, ob du auch mit Fotografie viel arbeitest. Oder ich glaube, ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Kannst du bitte wieder etwas sagen? Nein, ich höre dich nicht, aber hörst du mich? Wenn du mich hörst, kannst du... Okay, Entschuldigung, einen Moment an alle in diesem Livestream. Wir haben eine technische Probleme. Okay, du kannst mich hören. Dann liegt es sicherlich an die Lautsprecher. Einen Moment bitte, Entschuldigung. Ich würde versuchen, das zu lösen, so schnell wie möglich. Okay, ich glaube, jetzt höre ich dich. Kannst du mich hören? Hallo. Ja, super. Okay. Entschuldigung an alle unsere Zuschauer, aber es ist kein, ja, ist kein digitales Gespräch, wenn man nicht eine kleine Schwierigkeit hat. Okay. Dann hatten wir eine kurze Pause. Vielleicht kann ich wieder das Frage stellen, ob du auch mit Fotografie arbeitest oder wie hast du auch entschieden, diese, genau, die Plätze, wo du gedreht hast, hast du entschieden, weil das die gleiche Stellen waren, wo du mit deiner Familie warst. Aber das Bild tatsächlich ist manchmal anders, ob du das auch so fotografisch geforscht hast oder wie du das so überlegt hast. Ich interessiere mich für Fotos so, und ich mache auch Fotos, manchmal so Arbeit, aber nicht so oft, häufig. Das ist eigentlich nur für Privatbereich, aber ja, ich interessiere mich, wie ich gesagt habe. Und vielleicht, das hat mit auch so Weitwinkel zu tun. Und ich wollte diese Räumlichkeit so dokumentieren. Und weil am Anfang wollte ich nur mich so meistens in mich drehen, aber wenn ich die Performance mache, dann bemerke ich mich so, dass ich fühle mich so etwas so Natur oder so Wolkenbewegung oder kleine Lebenden, so Vögel oder so diese Räumlichkeiten und Performance. Deswegen habe ich vielleicht Stück für Stück Weitwinkel so Bilder genommen. Das war so Entwicklung. Und ja, Fotos, ja. Ich liebe Fotos, aber ja, das ist, ich bin noch unterwegs, das zu machen. Okay. Ja. Mitori ist auch ein Film von einer Serie mit drei Filmen insgesamt. Kannst du uns ein bisschen über die zwei andere erzählen? My Father, in Deutsch Mein Vater und My Father's Room, Mein Vaters Zimmer erzählen? Und warum hast du entschieden, nur Mitori für das IMA-Festival zu präsentieren? Ja, so, ich glaube, ja, am Anfang, zuerst habe ich so mein Vater, durch Titel, so einen Film gemacht, 15 Minuten, es geht um so, wie mein Vater lebt. Nachdem er hat erfahren, dass er so noch sehr kurze Leben führen kann. Und ich wollte das machen, damit ich so weiter so für weitere Generation so geben, wie er gemacht hat, so. Und wir sind auch so gereist so in Neuseeland. Das war sein Traum. So, er wollte einmal so Neuseeland besuchen. Dann
haben wir so das realisiert. Und dabei habe ich so ihn in Neuseeland gefilmt. Und das war das Erste. Und danach habe ich so mich auch, danach habe ich ein bisschen so Fokus geändert. So, ich konzentriere, ich habe auf die Zwischenhang zwischen mich und meinem Vater so konzentriert. Und das war so, mein Vater hat so lange so bei einer Firma gearbeitet und er war nicht so oft zu Hause, meistens bei Firma oder nach dem Arbeit hat er so mit Kollegen so zusammen Zeit gebracht und ich hatte nicht so viele Zeit mit ihm. Und ich war auch so, ich als Kind habe ich so viele Zeit mit Familie verbracht, aber danach ist meine Welt zu Freundschaft oder andere Sachen so gegangen. Deswegen hatten wir nicht so viele Kommunikation. Aber trotzdem, ich liebe ihn und vielleicht hat er auch mich geliebt und deswegen, das wollte ich so filmen. Und er benutzt ein Zimmer, wo ich früher benutzt hat. Und das heißt, wir teilen so, mal nicht teilen, aber zeitlich anders, aber wir haben gleiche Zimmer benutzt und wir waren im gleichen Ort. Und ja, das war die Idee für den zweiten Film und das war noch nicht fertig und noch in der so. Deswegen aber habe ich das so gemacht und gezeigt und eigentlich mache ich nochmal den Film so mit anderem Material. Und ich wollte eigentlich die drei bei IMAF zeigen, wenn wir so Idee war so, ja, wir präsentieren in einem Raum so unsere Sache, so Klassen, so Gruppen, so Veranstaltung. Aber wegen der Corona, das ist nicht gut gegangen und wir zeigen so Schaufenster und Online-Programm. Dann habe ich gedacht, vielleicht zeige ich nur Midori. So, Midori ist gut für Schaufenster, ist das auch wichtig, Ton, aber ohne Ton kann man auch sehen. So, deswegen habe ich nur Midori so bei Schaufenster gezeigt und online auch. Ja, es wirkt auch sehr stark, dass in Midori das einzige Moment, wo man deinen Vater leben sieht und nicht nur auf eine Fotografie, ist durch eine Handyscreen. Man fühlt dann oder man empfindet das Abstand und die Corona-Beschränkungen sehr stark. Also, wie heißt dein Sohn, wenn ich fragen darf? Ja, Leo. Leo heißt. Hallo, Leo. 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 Hast du das? Leo kann nicht schlafen. Hat er das Film gesehen, die wir darüber sprechen? Midori? Ja. Er hat nicht die letzte Version, aber vorletzte oder so, er hat schon gesehen. Und auch andere in deiner Familie? Auch alle haben das gesehen, ja. Und wenn ich fragen darf, wie haben Sie reagiert oder was haben Sie gesagt? Kinder freuen sich und Kinder denken, Papa macht komische Sachen. Ja, aber sie sind auch traurig so für Tod meines Vaters, so Verlust so von Opa. Und sie wissen, ich bin auch traurig und ich möchte damit irgendetwas umgehen.
mal Leo vielleicht nicht, aber andere ältere Kinder ja, denken daran schon. Es ist ein großes Geschenk, so einen Film in die Familie zu haben, glaube ich. Ich hoffe, später, ja. Ich habe mich auch gefragt, als ich diese Endszene mit einem älteren Kind gesehen habe. Es hat so natürlich gewirkt. Und es bringt alles zusammen in das Film, in so eine starke Metapher für das Kreise von Leben und Tod, Eltern und Kinder. War das geplant, oder? Nee, das war nicht geplant. Das war geplant. Und Hanna hatte mich geweckt und Hanna möchte so spazieren gehen. Deswegen, ja. Das war nicht geplant, aber sie wusste auch schon, dass ich jeden Tag so diese Performance gemacht habe. Und aber trotzdem möchte sie so, ich möchte jetzt zu Fluss gehen, Oka gehen und wann ist das? Und Papa kommt mit und so. Deswegen ist sie so plötzlich zu mir gekommen und so mich geweckt. Und das war auch ein schöner Moment. Ich habe gesagt, ich war traurig, ja. Aber ich habe jetzt auch hier Familie und ich darf nicht so immer traurig sein oder ich darf traurig sein, aber nur traurig sein geht es nicht. Ich habe hier Kinder. Dann sie hat mir so beigebracht, so ich bin Vater von drei. So. Deswegen habe ich dann die Szene so am Ende so genommen. Ja, es endet es auf eine positive Note. Es ist nicht nur. Ja. Okay. Ich glaube, wir können jetzt die Diskussion öffnen, wenn einer von unseren Viewers vielleicht Takashi etwas fragen möchten oder auch etwas kommentieren möchten, haben Sie jetzt das Gelegenheit. Oder vielleicht aus Neugierigkeit, vielleicht können Sie mir erzählen, welche Filmmacher Ihnen haben dich beeinflusst? Ja, Jonas Mekas, ich mag ihn, seinen Film, so mein persönlicher Film und paar Filme von Naoki Kawami, so besonders am Anfang Film. Sie hat auch so Familie gedreht und gezeigt und analogische Arbeit auch dabei und ich mag das sehr. Ja. Ja. Wie ist das für dich, so eine persönliche Film wie Mitori zu teilen? Bitte, nochmal bitte. Wie ist es für dich, so eine persönliche Film zu teilen, öffentlich? Unsicher. Angst dabei habe. Das bedeutet, das ist persönlicher Film und das ist wichtig mir, für mich. Verbindung verloren haben. Jetzt haben wir wieder Verbindung zu das Livestream. Aber das Verbindung war verloren. Ich glaube, nach du gesprochen hast. Ja, Ich kann natürlich nur meine Meinung und meine Sicht geben und das habe ich dir persönlich auch gesagt, wie berührt ich war von dem Film und wie toll ich das fand und ich bin auch sehr geehrt, dass du das geteilt hast mit mir, mit Jede. Auch ich glaube, man sieht das auch in dem Text, die ich inspiriert war, darüber zu schreiben. Was ich denke. Und es war, ja, also ich kann nur dazu antworten.
Für jede, die das Film von Takashi sehen möchten, gibt es einen Link in das Videobeschreiben. Nicht nur von Mitori, sondern auch von Mein Vater und Mein Vaters Zimmer. Ich kann sie nur sagen, watch it. Es ist hoch empfohlen. Okay, Takashi. Dann würde ich mich bedanken für das Gespräch heute. Vielen Dank, Sarai. Und Leo auch für seinen Besuch. Vielleicht sollte ich ihn im Bett schicken und ich muss mich begleiten. Okay, ich glaube, ich werde das Livestream enden. Ich bin auf ein neues Programm und muss das sehen, wie ich das machen kann. Aber dann wünsche ich alle einen schönen